Till Eulenspiegel. Ein kurzweiliges Buch vom Till Eulenspiegel aus dem Lande Braunschweig. Wie er sein Leben vollbracht hat, 96 seiner Geschichten. Es begab sich einmal, dass ein Hoffest gehalten werden sollte, und Eulenspiegel wollte dahin reiten. Da fing sein Pferd an zu hinken, und er musste zu Fuß gehen. Es war sehr heiß, und ihn begann zu hungern. Unterwegs lag ein kleines Dorf, aber es war kein Wirtshaus darin. Um die Mittagszeit kam er in das Dorf, in dem er wohl bekannt war. Er ging in ein Haus, wo die Frau saß und Käse machte, und sie hatte einen Klumpen Molke in den Händen. Als die Frau über die Molke saß, hatte sie keine Hand frei, und ein großer Schnudel hing ihr unter der Nase. Da bot ihr Eulenspiegel einen guten Tag und sah den Schnudel wohl. Das merkte sie zwar, aber sie konnte die Nase nicht an den Ärmeln abwischen und sich auch nicht schneuzen. Da sprach sie zu ihm: »Lieber Eulenspiegel, setzt euch hin und wartet. Ich will euch gute, frische Butter geben.« Da machte Eulenspiegel kehrt und ging wieder zur Tür hinaus. Die Frau rief ihm nach: »Wartet doch und esst erst etwas.« Eulenspiegel sagte: »Liebe Frau, später, wenn er gefallen ist.« Denn er befürchtete, der Schnudel fiel in die Molke. Er ging in ein anderes Haus und dachte: »Die Butter magst du nicht. Wer dazu ein wenig Teig hätte, brauchte keine Eier hineinzuschlagen. Er würde von dem Rotz fett genug.« Als Eulenspiegel landauf, landab zog, kam er einmal wieder nach Hannover. Und da trieb er viele seltsame Abenteuer. Eines Tages ritt er eine Ackerlänge Weges vor dem Tor spazieren. Da begegneten ihm 12 Blinde. Als Eulenspiegel zu ihnen kam, sprach er: »Woher, ihr Blinden?« Die Blinden blieben stehen und hörten wohl, dass er auf einem Pferd saß. Da meinten sie, es sei ein ehrbarer Mann, zogen ihre Hüte und Kappen und sagten: »Lieber Junker, wir sind in der Stadt gewesen. Da ist ein reicher Mann gestorben. Dem hielt man ein Seelamt und gab Spenden, und es war schrecklich kalt.« Da sprach Eulenspiegel zu den Blinden: »Es ist wirklich sehr kalt, ich fürchte. Ihr friert auch zu Tode. Seht her, hier habt ihr 12 Gulden. Geht wieder hin in die Stadt, und zwar zu der Herberge, aus der ich geritten komme.« Und er beschrieb ihnen das Haus: »Und verzehrt diese 12 Gulden um meinetwillen, bis dieser Winter vorbei ist und ihr wieder wandern könnt, ohne zu frieren.« Die Blinden standen und verneigten sich und dankten ihm eifrig. Der erste Blinde meinte, der zweite habe das Geld, der zweite meinte, der dritte habe es, der dritte meinte, der vierte habe es, und so fort bis zum letzten, der glaubte, der erste habe es. Also gingen sie in die Stadt zu der Herberge, wohin sie Eulenspiegel gewiesen hatte. Als sie in die Herberge kamen, sprachen die Blinden: »Ein guter Mann sei an ihnen vorbeigeritten und habe ihnen aus Barmherzigkeit 12 Gulden geschenkt. Sie sollten sie um seinetwillen verzehren, bis der Winter vorüber war. Der Wirt war gierig nach dem Gelde, nahm sie dafür auf und dachte nicht daran, sie zu fragen und nachzusehen, welcher Blinde die 12 Gulden hatte. Er sprach: »Ja, meine lieben Brüder, ich will euch gut bewirten.« Er schlachtete und bereitete zu und kochte für die Blinden und ließ sie so lange essen, bis ihm dünkte, dass sie 12 Gulden verzehrt hätten. Da sprach er: »Liebe Brüder, wir wollen abrechnen. Die 12 Gulden sind fast ganz verzehrt.« Die Blinden sagten ja, und jeder fragte den anderen, ob er die 12 Gulden habe, damit der Wirt bezahlt würde. Der erste hatte die Gulden nicht, der zweite hatte sie auch nicht, der dritte wiederum nicht, der vierte desgleichen, der letzte wie der erste hatten die 12 Gulden nicht. Die Blinden seufzten und kratzten sich die Köpfe, denn sie waren betrogen worden und der Wirt desgleichen.
Er saß da und dachte, lässt du die Blinden gehen, so wird dir die Kost nicht bezahlt. Behältst du sie, so fressen und verzehren sie noch mehr. Und da sie nichts haben, erleidest du zweifachen Schaden. So trieb er sie hinten in den Schweinestall, sperrte sie darin ein und legte ihnen Stroh und Heu vor. Eulenspiegel dachte, es sei an der Zeit, dass die Blinden das Geld verzehrt hätten. Er verkleidete sich und ritt in die Stadt zu dem Wirt in die Herberge. Als er in den Hof kam und sein Pferd im Stall anbinden wollte, sah er, dass die Blinden im Schweinestall lagen. Da ging er in das Haus und sagte zu dem Wirt, »Herr Wirt, was denkt ihr euch dabei, dass die armen blinden Leute so in dem Stall liegen? Erbarmt es euch nicht, dass sie essen, wovon ihnen Leib und Leben wehtut?« Der Wirt sprach, »Ich wollte, sie wären dort, wo alle Wasser zusammenlaufen, wenn nur meine Kost bezahlt wäre.« Und er erzählte ihm alles, wie er mit den Blinden betrogen worden sei. Eulenspiegel sagte, »Wie ist es, Herr Wirt, können Sie keinen Bürgen bekommen?« Der Wirt dachte, »O hätte ich jetzt einen Bürgen«, und sprach, »Freund, könnte ich einen sicheren Bürgen bekommen? Dann nehme ich und ließe die unzähligen Blinden laufen.« Eulenspiegel sagte, »Wohlan, ich will in der ganzen Stadt herumhören und sehen, dass ich für euch einen Bürgen finde.« Da ging Eulenspiegel zu dem Pfarrer und sprach, »Mein lieber Herr Pfarrer, wollt ihr wie ein guter Freund handeln? Mein hiesiger Wirt ist in dieser Nacht von einem bösen Geist besessen worden. Er lässt euch bitten, ihm diesen wieder auszutreiben.« Der Pfarrer sagte, »Ja, gern, aber er muss einen Tag oder zwei warten. Solche Dinge kann man leicht übereilen.« Eulenspiegel entgegnete, »Ich will gehen und seine Frau holen, damit ihr es zu ihr selber sagt.« Der Pfarrer sprach, »Ja, lass sie herkommen.« Da ging Eulenspiegel wieder zu seinem Wirt und sagte zu ihm, »Ich habe euch einen Bürgen besorgt. Das ist euer Pfarrer. Der will dafür gut sagen und euch geben, was ihr haben wollt. Lasst eure Frau mit mir zu ihm gehen. Er will ihr das zusagen.« Der Wirt war damit einverstanden und froh darüber, und er sandte seine Frau mit Eulenspiegel zu dem Pfarrer. Da hob Eulenspiegel an, »Herr Pfarrer, hier ist die Frau. Sagt ihr nun selber, was ihr mir zugesagt und gelobt habt?« Der Pfarrer sprach, »Ja, meine liebe Frau, wartet einen Tag oder zwei, so will ich ihm helfen.« Die Frau sagte ja, ging mit Eulenspiegel wieder nach Hause und sagte das ihrem Ehemann. Der Wirt war froh, ließ die Blinden gehen und sprach sie ihrer Schuld ledig. Eulenspiegel aber machte sich reisefertig und verschwand unauffällig. Am dritten Tag ging die Frau zum Pfarrer und mahnte ihn wegen der 12 Gulden, die die Blinden verzehrt hatten. Der Pfarrer sagte, »Liebe Frau, hat euch euer Mann das so geheißen?« Die Frau bejahte. Da sprach der Pfarrer, »Das ist der bösen Geist der Eigenschaft, dass sie Geld haben wollen.« Die Frau sagte, »Das ist kein böser Geist, bezahlt ihm die Kost.« Der Pfarrer sprach, »Mir ist gesagt worden, euer Ehemann sei vom bösen Geist besessen, holt mir ihn her, ich will ihn davon befreien mit Gottes Hilfe.« Die Frau sagte, »Das pflegen Schälke zu tun, die zu Lügnern werden, wenn sie bezahlen sollen. Ist mein Mann vom bösen Geist gefangen, so sollst du das heute noch zu spüren bekommen.« Und sie lief nach Hause und erzählte ihrem Mann, was der Pfarrer gesagt hatte. Der Wirt nahm den Spieß und helle Bade und lief damit zum Pfarrhof. Der Pfarrer wurde dessen gewahr, rief seine Nachbarn zu Hilfe, bekreuzigte sich und rief, »Kommt mir zu Hilfe, meine lieben Nachbarn, seht, dieser Mensch ist besessen von einem bösen Geist.« Der Wirt sagte, »Pfaffe, gedenke deiner Worte und bezahle mich.« Der Pfarrer stand und bekreuzigte sich wieder. Der Wirt wollte auf den Pfarrer einschlagen, die Bauern aber kamen dazwischen und konnten die beiden nur mit großer Mühe auseinanderbringen. Und solange der Wirt und der Pfarrer lebten, mahnte der Wirt den Pfarrer wegen der Kosten.
Der Pfarrer sprach, es sei ihm nichts schuldig, sondern der Wirt sei vom bösen Geist besessen, und er wolle ihn bald davon befreien. Das währte, solange die beiden lebten. Einmal kam Eulenspiegel nach Nürnberg, schlug große Bekanntmachungen an die Kirchentüren und an das Rathaus an und gab sich als einen guten Arzt für alle Krankheiten aus. Und da war eine große Zahl kranker Menschen in dem neuen Spital, wo der hochwürdige heilige Speer Christi mit anderen bemerkenswerten Stücken aufbewahrt ist. Der Spitalmeister wäre einen Teil der kranken Menschen gern losgeworden und hätte ihnen die Gesundheit wohl gegönnt. Deshalb ging er zu Eulenspiegel, dem Arzt, und fragte ihn, ob er nach den Bekanntmachungen, die er angeschlagen habe, seinen Kranken helfen könnte. Es solle ihm wohl gelohnt werden. Eulenspiegel sprach, er wolle viele seiner Kranken gesund machen, wenn er 200 Gulden anlegen und ihm die zusagen wolle. Der Spitalmeister sagte ihm das Geld zu, wenn er den Kranken hülfe. Eulenspiegel war damit einverstanden. Der Spitalmeister brauche ihm keinen Pfennig zu geben, wenn er die Krankheiten nicht gesund machte. Das gefiel dem Spitalmeister sehr gut, und er gab ihm 20 Gulden Vorschuss. Da ging Eulenspiegel ins Spital, nahm zwei Knechte mit sich und fragte einen jeglichen Kranken, welches Gebrechen ihn plagte. Und zuletzt, bevor er den Kranken verließ, beschwor er jeden und sprach, »Was ich dir jetzt offenbaren werde, das sollst du als Geheimnis bei dir behalten und niemanden verraten.« Da schworen ihm dann die beiden Siechen mit großer Beteuerung. Darauf sagte er zu jedem Einzelnen, »Wenn ich euch Kranken zur Gesundheit verhelfe und euch auf die Füße bringen soll, kann ich das nur so. Ich muss einen von euch zu Pulver verbrennen und dies den anderen zu trinken geben. Das muss ich tun. Denn den kränkesten von euch allen, der nicht gehen kann, werde ich zu Pulver verbrennen, damit ich den anderen damit helfen kann. Und euch alle zu wecken, werde ich den Spitalmeister nehmen, mich in die Tür des Spitals stellen und mit lauter Stimme rufen, wer da nicht krank ist, der komme sogleich heraus. Das verschlafe nicht, denn der Letzte muss die Zeche bezahlen. So sprach er zu jedem allein. Auf dieser Rede gab jeglicher wohl Acht. Und am angesagten Tage beeilten sie sich mit ihren kranken und lahmen Beinen, weil keiner der Letzte sein wollte. Als Eulenspiegel nach seiner Ankündigung rief, begannen sie zuvor zu laufen, darunter einige, die in 10 Jahren nicht aus dem Bett gekommen waren. Als das Spital nun ganz leer und die Kranken alle heraus waren, begehrte Eulenspiegel von dem Spitalmeister seinen Lohn und sagte, er müsse eilig in eine andere Gegend reisen. Da gab er ihm das Geld mit großem Dank und Eulenspiegel ritt hinweg. Aber nach 3 Tagen kamen die Kranken alle wieder und klagten über ihre Krankheit. Da fragte der Spitalmeister, »Wie geht das zu? Ich habe ihnen doch den großen Meister hergebracht. Er hat ihnen geholfen, so dass sie alle selbst davongegangen sind.« Da sagten sie dem Spitalmeister, womit er ihnen gedroht hatte. Wer als Letzter zur Tür hinauskäme, wenn er zur festgesetzten Zeit riefe, den wolle er zum Pulver verbrennen. Da merkte der Spitalmeister, dass er von Eulenspiegel betrogen war. Aber der war hinweg, und er konnte ihm nichts mehr antun. Also blieben die Kranken wieder wie zuvor im Spital, und das Geld war verloren.